Jo, hi, willkommen, mein Name ist Dani Röpi und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. Ja, wir sind immer noch, ich denke mal, vor dem finalen Kampf und sozusagen in den Vorbereitungen für den finalen Kampf. Und ja, wir haben letztes Mal hier diese Pink Quest abgeschlossen, wo wir in rosafarbenen Smaragd abgegeben haben. Elisa hat gezeigt bekommen, was für ein rosanes Ding diese beiden Mädchen irgendwie versteckt haben. Und ich habe keine Ahnung, was das ist. Und ich bin verdammt neugierig. Und ich werde wahrscheinlich nicht schlafen können, weil ich nicht weiß, was das für ein verdammtes Ding war. Was so pink war. Vielleicht war es ja groß, gruselig und pink. Egal. Ein Land voller Erinnerungen. Es geht übrigens. Für so eine It's a place that looms large in my life. If we go there, I may remember things that are perhaps best forgotten. That's right. We were part of that war. I'm sorry. So, komm, Grisel. Ja, ach, wir sind ja Sheraton. I wonder what Drizella is doing now. She's probably busy missing you. I do hope the loss of Lord Klein hasn't been too hard on her. Ja, ich hab's verstanden. Ich muss überall, da ist sie doch. Ich muss überall nochmal zurückgehen. Ist ja gut. Lady Drizel, how much longer until the roads are reopened? At this rate, we won't be able to stay in business much longer. Please, everyone calm down. The guards have been shaken by all the instability. They've retreated to Fort Gondala and put it on lockdown. I've been trying to reach the military headquarters, but I haven't been able to establish contact yet. We don't have time to wait. Our losses are already catastrophic. If we don't do something soon, Sheraton will be doomed. I'll do something. I promise. If only Lord Klein were still here. Stop bullying Drizel! Ellie, Rowan, you're all here. We couldn't help it over here. Perhaps we can be of some assistance. No. This is something I need to handle myself. It's my duty as Klein's successor. Your determination is laudable, but you are slightly mistaken. Not you too! I know I'm not capable enough, but I still have to try. We know you're doing your best, my lady. We do. However, this isn't just about business anymore. With the roads shut down, there are people who are Guck sie gefälligst an, indem ihr ihn redet. Was soll das denn? Then it seems our only option is to invade Fort Gondala. What? But what about the golems that protect it? I thought they were invincible. Yes. Within the right spirit climb, a golem's defense power is absolute. However... In the wrong spirit climb, their defensive power would be diminished. Das würde irgendwie Sinn machen. We now know of a way to change a spirit climb ourselves. So if we use a booster like they did at Fezabel Marsh, we stand a real chance at victory. Ich dachte, wir sollen gerade nicht mit dem Geisterklima rumspielen. Habt ihr nicht im letzten Part aufgepasst? What about Tipo? Tipo is a special type. I'm afraid we couldn't use him for this. We'll need to find a different booster. I'm so sorry to have failed you. Wait, Mila. Remember when they captured Tipo at Fort Gondala? That's right. Noctical was conducting booster experiments right there at the fort. There should be plenty of boosters within its confinements. And if we can get our hands on one, we can take out the golems. So the key that we need to break into the fort is hidden within the fort itself. Oh dear. We certainly have our work cut out for us. We'll be going there anyway. This way we kill two birds with one stone. But I can't expose you all to danger. Just for the sake of my city. You're mistaken again. Your determination should be used precisely for that purpose. Lady Drizel, each of us has our own role to play. For a governor, it's showing your people the right path. And taking responsibility for those who walk it. You're right. Now, Lady Drizel of House Cheryl, we await your order. Very well. As the new governor, I hereby ask you to retake Fort Gondala, for the good of Sheraton. Yes, my lady. Leave it to us.
Alles klar. Da muss ich auch noch zurück. Wer hätte das gedacht? So, ich will halt aber mit dem Dingens hier mal machen. Oh Gott. Mit dem am schwarzen Federtypen. Gibt dem Händler in Shelton die Rahmenschwarze. Ja. Ja, das kriege ich mal einen Banditen, dass ich selbst. Warte mal, wo war denn jetzt nochmal? Südlich war das doch, ne? Warte mal, wie hieß die? Hey, wo kann ich da hin? Kulmarpfad, genau. Irgendwo da soll das doch gewesen sein, ne? Folge Gaius und Museum. Nein. So, irgendwo hier wurde er überfallen oder so, so wie ich das mitbekommen habe. Boah, geht weg. Was wollt ihr denn? Kulmafa, das war doch richtig, ne? Ereignisse. Ja, kann jetzt ein bisschen. Wow, das ist eine lange Quest. Die, die aus den Schatten agieren. Dann ist Presse ein, muss ich sagen, die Punkt. Presse ist jetzt okay. Ja, geh weg. Ich mache euch doch platt. Ich hoffe, ich bin ja richtig. Schwarze Pilan brauche ich nicht. Ja, dann muss ich nur meinen Schild nachfragen. Ja, mache ich noch mal lieber. Diesen einen Typen hier. Der mir hat gesagt hat. Gibt's ja nicht. Ja, ich muss jetzt hier wahrscheinlich noch die ganze Weltgeschichte rumeiern wegen dem Quest. Du warst da, ne? Mit dem wollten wir nichts zu tun haben. Boah, jetzt sagen die mir noch nicht mal. Südlich von hier auf den Kulmarpfad gesehen. Er ist doch der Kulmarpfad, mein Gott. Ich kann es mal bei mir schon gehen. Genau. Ja, aber noch nicht jetzt. Ein bisschen weniger Action in den nächsten Parts. Even great warriors can't fight on an empty stomach. Of course, nor. Ja, ist auch gut, Mann. Meine verfressenen Säcke. Ja. Das ist natürlich jetzt richtig blöde. Wenn wir gegen so schwache Typen kämpfen. Hey, das ist noch ein Beutegegenstand. Lass mich durch. Wenn wir jetzt natürlich gegen ganz schwache Gegner kämpfen, dann ist das ja voll verschwendet, aber was soll's. Da tue ich nicht alles für meine Leute. Hey, da seid ihr ja. Hi. I kill you. Bitte verschont mich. Ihr seid Dunkelflüge, nicht wahr? Solltet ihr den Menschen nicht helfen? Ach, das habe ich früher auch, aber dieses Affentheater brachte meine Schwierigkeiten als Nutzen. Hä? Es ist einfach unklug, Augenzeugen zurückzulassen. Hey, hey, hey. Halt! Achso, Apple Juice. Und die Kampfmusik hat sich nicht geändert. Okay. Was für Level seid ihr denn? 8 Level 60. Doch, Frank. Komm schon, ich glaube. Ich habe aufscreen ein bisschen hier auf. Stabverlängerung gemacht. Ich glaube, ich brauche nur noch 3. Hi. Da hätten wir die Trophäe auch schon mal abgehakt. Boah, gegen die ist er richtig bescheuert. Wo ist aber hier? Jo. Bams. Also ich bin mit. Übrigens, den Angriff habe ich auch noch. Habe ich gemerkt. Habe ich es jetzt ausgerüstet? Habe ich irgendwie verpasst? Die Objektverwendung, ich habe Spinne. Kannst du was klauen? Naja, klau was. Dann nicht. Das war produktiv. Lisa, level up. Cool.
Kann ich jetzt meine Rahmspattenfinger abgeben? Verdammt, das hätte nicht passieren sollen. Der Federhändler? Was habt ihr denn hier? Entschuldigt das alles. Er war mein Partner, ich hätte ihn aufhalten sollen. Euer Partner? Wir haben zusammen als Dunkelflügel gearbeitet. Wir stahlen nur von den Reichen, um es den Armen zu geben. Ah, wir nutzen diese Federn, weil sie Glück bringen. Nachdem wir einige hundert an unseren Körpern befestigt hatten, konnten wir uns niemand mehr fangen. Aber er wurde gierig, er nahm all unsere Federn und wurde zu einem skrupellosen Verbrecher. Dann habt ihr die Federn gesammelt, um ihn zu fangen? Genau, aber ich dachte, ich hätte noch nicht genug. Wir haben euch noch mehr gebracht. Okay. Hier, nehmen. Über 459, das war wohl genug, um ihn zu schlagen. Es war kein Glück. Es war eure Entschlossenheit, die ihn aufgehalten hat. Und unsere Schwerter. Ich danke euch für diese Worte. Mit was? Die Federn scheinen ihre Macht verloren zu haben. Bitte nehmt stattdessen dies hier an. Ja, danke. Ja. Wenn jemals wieder rahmschwarze Federn findet, bitte zu mir. Ich will nicht, dass das, was mein Partner wieder fahren ist, hier wieder geschieht. Tschüss. Was soll ich bekommen? Tempo. Und 50.000 Gold. Yes. Tempo. Tempo. Taschentücher oder was? Ach, AZ, okay. Werde ich drauf zurückkommen. Wir haben Tempotaschentücher bekommen, genau. Wie geil wäre das denn? So, Elise. Du bekommst natürlich stärker, weil das passt natürlich auf jeden Fall zu dir. Und ich glaube, du hast jetzt auch das Maximum erreicht, ne? Yes. Wenn ich jetzt noch genug Lilium-Kugeln bekommen würde pro Level ab, wäre das richtig geil. Nein. Nahkampffassad. Kassiere bei der Abwehr physischen Angriff nur einen Schadenspunkt. Bei fehlender Abwehr aber doppelt so viel Schaden. Wow, was? Zauberasad. Kassiere beim Einsatz des Zauberschutzes zum Angriff nur einen Schadenspunkt, aber doppelt so. Boah, was? Was hat denn? Von bis 5 Sekunden, das hier feindliche Angriffe. Ey. Komplettschutz ermöglicht die Verringerung magischer und physischer Schäden durch Zauberschutz. Engelsruf, erwache bei K.O. mit 100%iger Wahrscheinlichkeit wieder zum Leben. Funktioniert nur einmal pro Kampf. Cool. So, ich gehe mal kurz nach Shelton. Die restlichen Federn ab. Falls überhaupt. Weil ich hätte aber lieber Kostüme gehabt. So, denn. So, immer mit den schwarzen Federn auch erledigt. So, wie viel haben wir denn jetzt? Ich kann immer noch das gleiche Zeug holen. Was soll das denn? Lolli-Terz. Kaufen wir mal eins. Dafür hält man einen guten Preis. Ein seltsamer Kern. Völlig schon, ja, meinetwegen. Oh, da ist ein Holz. Rahmschwarzer Bussard, der suche ich jetzt im Titel erst. Was hat denn? So, wir erreichen hier nichts mehr. Rahmschwarzer Bussard, yes! Hier. Yeah. Ey, so viel gibt das ja nicht. Ja, eigentlich schon, aber. Immer noch mehr als hier. So, dann würde ich mal sagen, was machen wir in dem nächsten Part dann? Jetzt werden sowieso nur Nebenquests gemacht. Jetzt wird vor dem letzten Kampf wirklich alles gemacht. Deswegen hier kommt die Spannung ein bisschen kürzer, würde ich sagen. Aber was soll's? Wüsst ihr ja, guckt nicht ich. ja. Bin ich ein Arsch. Jedenfalls würde ich sagen, das war's dann für diesen Part und wir sehen uns in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Xilla. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.